Ob im Müsli oder als Pancake. Haferflocken haben unsere Küchen längst erobert. Aber zu welchen Produkten könnt ihr bedenkenlos greifen? Das weiß Theresa Bauer. Sie hat für den Verein für Konsumenteninformation Haferflocken getestet. Wir haben in unserem Test 11 verschiedene Haferflockenprodukte getestet, 6 davon in Bioqualität. Warum Haferflocken alles andere als langweilig schmecken, erklärt Isabel Bersenkovic. Als Ernährungstherapeutin und Diätologin greift sie beim Kochen oft zum gesunden Getreide. Bei Haferflocken denkt man zuerst einmal an die Haferschleimsuppe. Grundsätzlich kann man Haferflocken aber total kreativ auch einsetzen. Also ich kann einen Smoothie aufwerten, Pancakes, Palatschinken. Überall, wo ich mehr Ballaststoffe involvieren möchte, kann ich Haferflocken hinzufügen. Wir haben die Produkte ins Labor gebracht. Dort wurden sie auf Schadstoffe untersucht. Aber auch die Kennzeichnung wurde begutachtet und wir haben die Hersteller bezüglich der Herkunft angeschrieben. Und darauf wurde im Testlabor besonders geachtet. Beim Getreide am Feld, zum Beispiel beim Hafer, ist es möglich, dass er bereits am Feld mit Schimmelpilzen befallen wird. Diese Schimmelpilze können Gifte bilden. Diese sind hitzebeständig und man kann sie leider auch im Produkt selbst nicht mit dem freien Auge erkennen. Bei unserem Test hat sich gezeigt, dass auch die günstigen Produkte sehr geringe Gehalte hatten. Beispielsweise auch die Schimmelpilzgifte waren bei den günstigen Produkten auch ähnlich niedrig wie bei teureren Produkten. Haferflocken sind ballaststoffreich und damit sehr gesund. Aber warum eigentlich? Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, die viele, viele Vorteile haben für unseren Körper. Also es sind natürliche Cholesterinsenker, erhöhen die Sättigung, das heißt schnellere Sättigung, längere Sättigung. Und sie sind wichtig für unser Mikrobiom, das ist das kleine Darmvolk, das unser Immunsystem unterstützt. Im Labor überzeugen die Produkte also. Doch wie genau nehmen es die Hersteller mit der Kennzeichnung? Bei der Kennzeichnung ist uns aufgefallen, dass beispielsweise bei der Herkunft Ungenauigkeiten waren auf den Etiketten. Andererseits war es auch so, dass 2 Produkte vegan ausgelobt haben. Das kann dann für Konsumenten verwirrend sein, weil Haferflocken einfach von Haus aus vegane Produkte sind. Und wo kommt der Hafer eigentlich her? Bei der Erhebung hat sich gezeigt, dass nur 3 von 11 Produkten tatsächlich in Österreich, also 100% in Österreich angebaut wurden. Ansonsten kamen viele Haferflocken aus Deutschland oder aus anderen EU-Ländern. Spannend war beispielsweise beim Testsieger, dass der Hafer für dieses Produkt in Dänemark und im Baltikum gewachsen ist. Bleibt also nur noch eine Frage. Welche Haferflocken gewinnen im Test? Der Testsieger waren die Haferflocken von Penny. Bei dem war es ganz besonders spannend, dass es eigentlich eines der günstigsten Produkte ist. Und die Schadstoffgehalte waren hier einfach super und auch die Kennzeichnung hat sehr gut gepasst und deswegen hat dieses Produkt den Test gewonnen. Haferflocken habe ich immer zu Hause, gerade weil ich in der Früh einfach sehr gern Müsli esse. Zu Hause ist es am schlauesten, die in einem Glas zu lagern, weil sie da wirklich luftdicht verschlossen sind und man dann auch vor Lebensmittelmotten geschützt ist. Und jetzt verrät euch Isabel noch ihr Lieblings-Pancake-Rezept. Das findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Wenn man nicht zu Hause Pancakes macht, werte ich das Rezept sehr gerne auf mit Banane und eben Haferflocken. Geht super einfach und schnell, die paar Zutaten zusammenmischen, Banane zerdrücken, dazugeben. Und so geht sich das tatsächlich manchmal auch noch vor der Arbeit aus.